Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Ark. Wir haben ja beim letzten Mal ja ein bisschen uns vorangetrieben. Ich habe auch schon schwarze Perlen gesehen. Ich freue mich auch. Ich gucke mal jetzt ins Inventar bzw. hier ins Gewächshaus, ob sich hier schon wieder ein bisschen was bei den Narkobären getan hat und ähnliches. Oh, das sieht schon nach. Na, guck mal. Ein Black Pearl Seed Setzling. Kann man hier schon reingucken? In der Tat, wir haben 16 schwarze Perlen. Die sind davon ganz alleine gewachsen. Die nehmen wir mal ganz entspannt mit raus. Ist hier bei dem Element auch schon was drin? Auch hier, 15 Element. Ich freue mich, das brauchen wir nachher. Und wie sieht es hier mit den Narkobärchen aus? Inventar. Nischt. Nischt ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Sicher, dass da nichts drin ist? Er sagt doch, hier ist ein Setzling drin. Na, guck hin. Wo habe ich denn eben geguckt hier? Den Wasserhahn? Den Inventar? Inventar vom Wasserhahn. Na, das ist ja toll. Ich krieg gerade einen Schreck. Ich denke, wieso wächst da nichts? Doch, es wächst alles. Alles ist gut. Dann bringen wir mal schnell unsere Schätze nach Hause hier. Komm, 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 komm. Wir haben schwarze Perlen. So, Bärchen. Das haben wir und das haben wir. So, dann wollen wir mal schnell gucken. Konsumgüter, dass wir hier 78, sehr schön. Ich habe beim letzten Mal ja noch ein paar Bärchen über gehabt. Dann ziehen wir uns jetzt erstmal schön hier die Sachen ran. Perfekt, es läuft. Dann kann man ja eigentlich schon fast so ein bisschen auf den Generator hinarbeiten. Ein Generator. Der braucht Element, der braucht schwarze Perlen. 120 schwarze Perlen und ohne Ende Metallbarren. Wir können ja mal Metallbarren ziehen, was wir so finden. 500. Das könnte auch schon im grünen Bereich sein. Ja, jetzt fehlen nur noch schwarze Perlen und Element. Perfekt. Das wird allerdings ein bisschen dauern, weil die wachsen jetzt natürlich ja nur noch nicht so schnell. Ich würde sagen, was bist du denn hier? Du bist eine Palme. Hallo Vogel. Oh, du kannst schon wieder aufsteigen. Was gebe ich dir denn mal? Damage. Du bist das Battlehuhn. So, hier setzen wir nochmal schnell die letzte Wand. Eigentlich soll die da nicht hin. Wenn überhaupt ein weiter. Wir wollen dann immer jede zweite Wand hier so eine Schießscharte gesetzt haben. Finde ich auch völlig legitim. Ja, Mensch, perfekt. Es läuft. Wir kommen langsam voran. Schön, schön. Ich freue mich. So, wie sehen die Schatten aus? Die sind ziemlich senkrecht. Ich denke, dann dürften wir jetzt so um die Mittagszeit haben. Wir gucken mal auf die Uhr. Zeit 14 Uhr. Na guck. Es ist 2 Stunden nach Mittag. Ja, das wäre cool, wenn wir wirklich bald Strom haben. Dann können wir hier nämlich anfangen umzubauen. Ja, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Das war ja, glaube ich, hier meine schamhaft versteckten Pumpen. Muss ja keiner sehen, dass wir hier cheaten. Sieht sowieso keiner, davon ganz abgesehen. Ja, und hier haben wir ein schönes, schattiges Plätzchen. Ich finde das schön, es wird schön. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Betten. Wir ziehen mal aus den Metallpumpen. Nur noch 30 von den anderen. Das geht relativ fix zu Ende hier. So, Stein. Ich glaube, ich hatte das eben schon rüber transferiert beim Umsetzen der Bench. Das habe ich euch diesmal erspart. Ich meine, muss man ja nun echt nicht jedes Mal live miterleben.
Dann lass uns mal hier eine Sailing setzen. Herstellung. Struktur und Sailing. So. Einmal du. Inventar. Komm her hier. Die setzen wir noch schnell. Dann sieht es hier unten ein bisschen ordentlich aus. Top, pop, pop. So, theoretisch könnte ich hier, ja, hier noch so eine Trennwand setzen, aber das lassen wir jetzt so, das ist in Ordnung. Was wir noch setzen können, ist ein schräges Dach und eine gerade da oben. Dann kann man hier nämlich einmal rumlaufen. Lalalala, lalalala. Genau, einmal Dach und einmal eine Wand. Habe ich noch eine Wand? Ich hätte noch eine schräge Wand. Die tut sie erstmal auch. Ich muss jetzt hier nicht unbedingt die ganzen Ressourcen dafür verplempern. Aber a roof brauche ich noch. Roof! Da. Dann give it to me. Hier, komm er hier. Zack. So, dann drücken wir noch schnell das Dach drauf. Und dann drücken wir hier noch schnell die 5. Steinchen. Und dadurch ist jetzt hier ein bisschen... Ja, das kann ich nachher immer noch ändern. Aber hier ist jetzt artig unser Pumpenhäuschen so ein bisschen kaschiert. Ja, ich hätte das anders setzen müssen. Wer weiß, was später noch kommt. Wenn ich mal Lust habe, wenn ich genügend Ressourcen habe, dann kann ich hier noch kräftig umbauen. Ja, schwarze Perlen, das wird dauern. Was ich aber mal machen kann, ist hier dieses Strength Plus. Wie viel kann ich denn hier von denen hier bauen? 10 Stück. Na komm, hau mal rein, Kapelle. Das sieht gut aus. Element habe ich. Schwarze Perlen habe ich. Ja, die schwarzen Perlen, das dauert natürlich ewig und 3 Tage, bis wir die ausreichende Menge für die für den Generator haben. Aber ich denke mir, wir gucken mal so ein bisschen hier auf unsere gebaute Burg. Hat doch schon echt Form angenommen, oder nicht? Wenn man bedenkt, dass wir hier am Anfang nur eine kleine, verträumte Insel hatten. So, dann wollen wir hier nochmal gleich das Fernglas nochmal mit einschalten. Ja, was können wir mal machen? Wir könnten uns natürlich jetzt entspannt noch Metall von woanders herholen. Und uns nicht nur auf die Pumpe verlassen, das würde ich sogar fast bevorzugen wollen. Was sagt denn bei mir die Spitzhacke? Die werde ich erstmal reparieren. Und dann werde ich hier einmal... Wir haben kein Holz mehr. Es geht jetzt sowieso zur Neige. Guck. Aber Holz, glaube ich, hatten wir in rauen Mengen. Da gib mir nochmal 1000. Zack. Und von dem ganzen Metall hier, dann gib mir mal... Alles aus der Pumpe und hier auch nochmal 1000 her. Weil das Zeug brauchen wir ewig. Also die Barren hier, die können wirklich ohne Ende im Hintergrund produzieren. So, und was wollte ich? Ah ja, meine Spitzhacke einmal reparieren. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich die Axt reparieren. Der Speer kann auch nicht schaden, man sollte wenigstens immer wehrhaft sein. Armbrust mache ich auch, ich will es gar nicht erst riskieren. Wo ist sie jetzt geblieben? Unter den Buchstaben A wie Armbrust natürlich.
190 Pfeile. Ich würde auch gerne hier 11 von den Mega-Narkos bauen, aber das kann ich später machen. Ich nehme einfach mal die normalen Narko-Pfeile mit. Man weiß ja nie, was man zwischendurch noch so findet. So, das heißt, ich fliege jetzt erstmal hier auf die Metallinsel. Porte mich nachher einfach entspannt zurück. In der Zwischenzeit ist man ja auch ein bisschen faul geworden. Flatter, flatter. Ja, es geht voran. Das ist, glaube ich, ein sehr positiver Aspekt. Am Anfang ist es natürlich ein bisschen zäh. So, wir gucken mal, ob in der Zwischenzeit hier schon Metall nachgespawnt ist. Sieht jetzt nicht so aus. Haben wir hier auch einen Tech-Stegosaurus? Kann ja auch nie schaden. Irgendein Techosaurier hier. Vielleicht noch ein 10er-Pack Trilobiten. Ja, das ist jetzt alles wunderschön. Para-Organic. Nichts in Tech. Dann reisen wir mal rüber zu der anderen Insel, da mit den Ruinen. Gerne einmal einen Schluck Wasser nehmen. Guck, der Hai versucht sich an dem. Der wehrt sich gar nicht. Dödel. So. Was bist du, Pelagornis? Okay. Ja, dann fliegen wir mal hier rüber auf die andere Seite und gucken uns hier mal die Dino-Population an. Hier sind Fischis. Keinerlei Trilobiten. Aber auch schön bauen. Also eigentlich ist das eine sehr niedliche Insel hier mit schönen Bäumen, also Holzvorkommen, Metallvorkommen. Lustigen Büschen. Hier aus sowas kann man durchaus wieder was aufbauen. Kleines Kreischhuhn. Ich weiß gar nicht, wenn man die hier pflückt, was passiert dann? Das sind ganz normal nur Büsche. Okay. Keine seltenen Blumen.
Ja, hübsch sind sie, keine Frage. Wie sie hier so im Winde zappeln. Eine Runde Blumen pflücken. Da könnte man eine Sondersendung von machen. Blumen pflücken. Seide. Ich habe Seide gefunden. Was für eine Blume bringt denn Seide? Y-Samen. Ein Blick in die Ferne hier. Ja, es ist schon eine coole Ecke, muss ich sagen. Wenn man dann hier mal in die Tiefe guckt. Hier kann man ja auch so schön runtergehen. Ich glaube, hier drinnen gibt es auch noch Metall ohne Ende. Das kann ich mal mitnehmen. Ups, schon kaputt. Habe ich tatsächlich von der Decke geklopft, das Ding. So, nicht zu weit. Wir wollen ja hier nicht in die Tiefe stürzen. Hier gibt es noch einen ganz reichlich, der ist ja fast nur in Metallfarbe. Krümelt das Zeug alles runter. Ja, ich finde das hier schon ganz schnuffig, hier diesen Tempel. Ich sehe gerade, dass mein Nahrungsvorrat sich ein bisschen absenkt, aber wir haben ja hier gerade lecker Bärchen geholt. Dann wollen wir mal wieder eine Runde vegetarischer Kost einlegen. Hier unten gibt es sogar eine Tür. Mit Dino-Knochen davor. Sollte man nicht an jede Tür klopfen, ne? Lalalala. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich auch eine total coole Ecke, um zu siedeln. Weil man hier unten dann auch noch so ein paar, ja, Wasserquellen hat. Gar nicht, ging das hier noch tiefer ins Wasser? Ich glaube, hier war es das schon, ne? Am tiefsten Punkt. Oder gab es hier noch Höhlen? Ich kann mich hier nicht erinnern. Eine Sekunde. So, gucken jetzt hier. Blub, blub. Erstmal holen wir wieder Luft. Ja, ich würde sagen, wir wandern wieder nach oben. Kann man noch ein Steinchen mitnehmen? Nö.
Ja, ist eine knuffige Ecke hier. Man kommt nicht an jedes Metallvorkommen ran, aber ich glaube, draußen gibt es auch noch das ein oder andere. Da können wir gleich mal gucken gehen. Hier zum Beispiel, guck mal, da ist auch noch ein reichliches Vorkommen. Viel ist es nicht, aber das nehmen wir noch mit. Schalalalala. Ich bin der Metallsammler. Ja, und nach einer Stunde ist man dann auch irgendwann wieder oben. Ah, ich sehe Tageslicht. Holz brauchen wir definitiv nicht mitnehmen. So, Steine und Metall transferieren wir erstmal in den alten Vogel rüber. Fasern gerne auch. Hier die Stimberries können wir eigentlich auch mal. Hier Seide, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir es brauchen. Wir nehmen es erstmal mit. Die Narkosebeeren hier. Gibt es hier eine kleine Giftpflanze, eine seltene Blume. Ja, perfekt. Na, lasst uns mal gucken, ob wir hier noch irgendwas, irgendeinen Naschdino finden, den man so mitnehmen kann. Hier nicht, hier auch nicht. Auch nicht. So, tut sich da unten irgendwas in Tech, Stego. Alles in Natur, alles organisch. Was soweit ja eigentlich auch völlig in Ordnung ist. Ja, mal gucken, vielleicht in der nächsten Folge, ich könnte mir vorstellen, wir könnten uns ja mal einen Baryonyx zähmen. Die Jungs sind hier hinten im Sumpfland gut zu finden. Da schnappen wir uns dann nachher mal Kibbel, da schnappen wir uns mal einen von den gepimpten Narkopfeilen und dann würde ich sagen, holen wir uns mal so einen Berry an Land. Weil die sind nämlich total cool im Wasser. Oh, ich glaube. Hallo? Ich habe Trilobiten gefunden. Und der andere hat nichts davon mitgekriegt. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was ich erbeutet habe, aber... Das dachte ich mir fast. Na komm. Böser Hai. Wollen wir dir noch einen hinterher schicken?
Wüsimits, würde ich sagen, ne? Ich habe schon gedacht, dass die hierher kommen, um mich zu ärgern. Aber wo? Wo ist denn mein Vogel? Da! Hat dich auch nicht interessiert, ne? Egal, was habe ich im Inventar? Ach, eine schwarze Perle. Naja, egal. Ist nicht schlimm. Wir geben uns auch mit wenig zufrieden. Dann würde ich tatsächlich mal versuchen, mir einen Baryonyx ranzuzähmen. Das können wir als nächstes mal als Aufgabe nehmen. Währenddessen kann bei uns in der Basis können schwarze Perlen, Element und Narkobärchen weiter wachsen. Öl und alles andere gedeiht ja auch fröhlich vor sich hin. Dann würde ich sagen, nutzen wir das mal. So. Noch 100 Meter bis zur Pause. So. Erholen wir uns erstmal. Und ich mache erstmal was. Ich packe erstmal hier alles, was ich brauchen kann, in meinen Dino, hätte ich fast gesagt, in mein Reittier. Und die haben ihren Spaß da mit dem Vogel. Jetzt haben sie ihn zerlegt. Ja, der war auch irgendwie schmerzbefreit, kann das sein? Der ist da irgendwie so gar nicht weggeflogen. Ja, 95 Schaden mit der Armbrust unter Wasser, das ist jetzt auch nicht gerade wirklich der Burner, sage ich mal. Genau, scheiß du mal hier ins Wasser. Ich müsste echt mehr Damage raushauen. Aber es ist, wie es ist. Ich bin erstmal glücklich, dass ich überhaupt hier ein bisschen Damage mache. So, und wir bringen erstmal das ganze Krümelzeug hier entspannt ins Haus. Komm mal her hier, Inventar. Was hast du alles dabei? Gib mal alles her, außer... Apropos, ich muss mal gucken hier, ob meine kleinen Jeboas in ihrem Liebesnest vielleicht schon einen Mini-Jeboa haben. Ja, guck mal. Hallo, du. Baby ist tot. Oh, es tut mir leid. Guck mal alle weg. Ja, das ist, ne? Wenn man ihn nicht gleich adaptiert. Oh, es tut mir leid. Dann haben die kaum Überlebenschancen hier. Da muss man wirklich live dabei sein. Bist du denn schon wieder trächtig? Nö. Aber du kannst schon wieder Level abnehmen hier. Komm, ich kraul dich mal am Ohr. 1, 2, 3, 4, 5. Und sie müsste eigentlich auch schon wieder gucken. Mädels, seid glücklich. Tut mir leid wegen dem kleinen Baby-Jeboa. Aber da muss man bei der Geburt echt live dabei sein und dann gleich sich um das Kleine kümmern. Und das habe ich nicht. Das geht erst nachher mit einer Nanny. Und eine Nanny habe ich noch nicht. Tut mir leid. Das kleine Häschen. Hat nicht mal Fleisch gegeben. Egal. So, jetzt schmeißen wir erstmal alles wieder entspannt hier in die Kiste. Stellen nochmal weiter Konsumgüter her. Alles, was geht. Die Bärchen kommen hier natürlich alle in die Kiste. Die habe ich jetzt schon falsch weggeschmissen, ist aber nicht schlimm. Also, Bären, Armerbärchens. Hier rein. Azulbärchens. Alles, was an den Bären hier rumschwimmt, was hier nicht reingehört. Zack.
So. Ein schöner Fressnapf. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir die Sachen hier schon mal wieder abgegeben. Es ist heiß draußen, wir bleiben hier schön im Haus. Ich höre hier irgendwas rumschwimmen, das klingt ein bisschen wie ein Rochen. Hallo? Guck mal. Habe ich den auf die Entfernung gehört? Echt? Turtle. Genau, wenn ich schon mal hier bei der Gelegenheit bin, dann kann ich auch gleich mal gucken, ob ich noch Grillfleisch habe. Dann muss ich hier nicht immer den ganzen Trockenobstkram fressen. Hey, da geht noch was. Nur auf zu stöhnen wie nach einem billigen Hentai. Nani! So. Ja, ich würde sagen. Komm. Ich schmeiß hier mal meine Fäkalien in die Kiste. Hervorragend. Wir nehmen uns mal 1, 2 und 3 mal. Nee, schmeiß rein in die Kiste. So. Ich möchte doch jetzt nicht mit Scheiße in der Tasche rumrennen. So, hier war 1, 2 Dünger. Kommt da rein. Der hat noch 2 Dünger und du hast auch 80.000, 75.000 und du hast jetzt 141.000. Das reicht mir. Wie ist Schnecke? Wie sieht's mit dir aus? Die Schneckenpaste schnappen wir uns, die nehmen wir mit. Ja, dann würde ich sagen, bereiten wir mal so Aktion Berry vor und in der nächsten Folge, dann geht es nochmal ins Sumpfgebiet und dann suchen wir uns einen hübschen Baryonyx aus. Achso, vielleicht sollte man auch dann auch einen Sattel vorbereiten. Ja, das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wen es interessiert, schaltet wieder ein, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich wünsche euch was.